Willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U-Edition, bei mir eurem Feuerstachel. Ihr seht schon, wir haben schon ordentlich was geleistet gehabt in den letzten Parts und ich habe jetzt so einen Blitzeinfall gehabt. Es hat mich wie ein Blitz getroffen, ja wirklich. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich den Berg hier erklommen hatte und hier meine Fackel platziere, um das auch zu zeigen, sondern dass ich hier die Idee hatte, hier oben sowas wie einen Wasserfall reinzubauen, der dann den Steinstufen hinunterfließt oder der die Steinstufen hinunterfließt. Ich werde nämlich hier oben überall Wassereimer platzieren und sie dann nach unten in unseren Spa-Bereich wie einen Wasserfall hinablaufen lassen, der dann hier in einem Becken aufgefangen wird. Ich kann mir so gut vorstellen, dass es einfach nur genial aussehen wird. Übrigens, hier wird dann eine Lücke bleiben, wo das Wasser durchfließt und danach kommt so eine Glasdecke, sodass man die Sterne noch betrachten kann oder eben den Himmel, wenn es Tag ist. Ich denke, das ist eine echt sehr, sehr gute Idee. Aber zuerst will ich nochmal hier am Rand mit dunklem Eichenholz ausfüllen, weil ich denke, dann wirkt es nochmal ein bisschen edler. Die Steine nochmal mit dunklem Eichenholz umrandet, was dann nochmal ein bisschen mehr betont, dass wir das hier schon sehr, sehr gut gebaut haben. Ich meine, schaut euch das hier an. Das sieht dann noch besser aus. Und außerdem brauchte ich was, was diese leere Leiste noch ergänzt. Von dem her passt es eigentlich perfekt. Wo habe ich denn nochmal dunkles Eichenholz? Ah, da vorne habe ich es noch im Überfluss. Dann schnappe ich mir das doch mal ganz kurz. Und wir haben übrigens auch ein Pferd im letzten Part gesammelt. Dem habe ich auch einen neuen Stall gemacht. Ich habe ja im letzten Part so einen grob fixierten Stall gebaut. Und jetzt habe ich ihn auch mit ein paar Holzblöcken verschönert. Schaut ihn euch an. Das sieht so aus wie irgendwie so ein cooles Gesicht. Hier sind zwei Zähne und da oben sind die Ohren. Fehlen nur noch die Augen, aber die mache ich auch nochmal ganz kurz rein. Wobei, wenn ich sie reinmachen würde, könnte es hier eigentlich abhauen. Naja, die Augen bleiben mal weg. Oder ich könnte die Augen doch reinmachen, indem ich es so mache. So. Jetzt hat es auch Augen. Mit viel Fantasie kann man da was reininterpretieren. Aber naja, auf zum dunklen Eichenholz. Denn das brauchen wir jetzt fürs Erste. Ich will die Bäume nicht unbedingt allzu nah bei uns abfarmen, sondern eher den hier. Der geht. Der geht. Der ist etwas weiter weg. Was mich auch freut, ist, dass die wirklich so fett sind. Die sind so fett, da kann man hier einfach mega viel aus einem einzigen Baum rausholen. Warum ist es nicht bei allen Bäumen so, dass sie einfach so 4x4 oder 2x2 besser gesagt Baumstämme haben? Dann würde man aus einem Baum locker die 20, 30 Stück rausholen. Aber nein, die meisten beinhalten nur 5 bis 6 Stück maximal, wenn es hochkommt. Also wenn er jetzt wirklich schon ausgewachsen ist. Aber das ist ja leider in den wenigsten Fällen der Fall. So, 20. Ich glaube, wir brauchen 30 und dann können wir uns eigentlich wieder ans Werk machen, da oben zu vervollständigen. Aber die haben wir auch gleich. Ich will jetzt ungern alles hier abfarmen, weil dann wird der Baum sich auflösen. Von daher ist das jetzt der letzte, den ich mir schnappe. Somit habe ich auch meine 30 und kann begnügt wieder zurück nach oben gehen. Und ich bin ja schon weg. Keine Angst, ich beehre euch niemals wieder. Oder zumindest nicht allzu bald. Ne? Ich lasse euch so ein bisschen Freiraum. Muss ja auch sein, ansonsten schadet es der Beziehung nur unnötigerweise. Ist wirklich so. In einer Beziehung sollte man dem jeweils anderen freie Zeit lassen. Wenn man ihn die ganze Zeit einengt, dann will er irgendwann weg von einem, obwohl er einen liebt. Wenn man einfach nichts anderes mehr gewohnt ist und der Mensch will nicht unbedingt immer nur dasselbe leben, weil das wäre auf Dauer echt monoton. Von daher ist es so ein innerer Zwang. Obwohl man jemanden liebt, muss man dann etwas mehr Abstand von ihm halten. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da schon Erfahrung gemacht habt, aber ich hatte mal so eine Erfahrung. Von daher, in einer Beziehung ist Freiraum auch ganz wichtig. Selbst wenn man gerne Zeit mit dem anderen verbringt, man sollte ihn nicht wirklich 24/7 bespannen und über ihn herrschen wollen, alles wissen, was er macht. Weil das schadet auf Dauer echt der Beziehung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber war auch mal gut, das loszuwerden. So, und weg mit den kleinen Dingern hier. Man sieht zwar nicht, dass es jetzt auch umrundet ist, aber wir haben noch 7 übrig und ich würde die ungern einfach so liegen lassen, wisst ihr? Wenn man das jetzt vervollständigen könnte, ist es natürlich noch besser, oder? Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich wieder rausgehen muss. Ich mach mal da auch... Ja, ich mach da auch noch mal so ein Loch, damit ich sehe, dass ich hier dann wieder aufhören muss zu graben. Jupp, das passt. Und weiter. Kann ich da rein? Darf ich? Oh, danke, du bist echt nett. So. Ausfüllen, bitteschön. No, das ist in die falsche Richtung. Komm, das kannst du auch richtig machen, ne? Das kannst du auch richtig machen. Aber wisst ihr was, Freunde? Wir sind ganz fies. Wir haben einen Holzblock zu wenig. Das heißt, hier hinten lassen wir einen aus. Wird niemand merken, wird niemand merken. Und wir müssen nicht nochmal nach unten gehen zum Weiter-Ausholen.
Ist das schön? Ja, das ist schön. Wie komme ich jetzt wieder raus? Nach oben? Nach hinten? Ich grab mich einfach mal nach hinten. Bitte nicht nach unten fallen? Geht das? Ja, das geht. Okidoki. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Jetzt muss ich hier bloß noch einen weiteren Block hinsetzen, damit ich da hochkomme. Und jo, jetzt passt's. Sieht echt gut aus. Das fülle ich noch ganz kurz aus. Wie gesagt, es sieht ja eh niemand, dass da was drin ist, aber es soll halt da drin sein. Einfach, weil Baum und so. Aufzüllen? Ist es zu? Noch nicht. So, jetzt ist es zu. Und hier bitte auch. Danke. Man sieht jetzt zwar, dass wir uns da reingegraben haben, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Wir haben hier da was ergänzt. Und die Umrandung passt jetzt auch. So, jetzt würde ich sagen, wagen wir uns als nächstes an den Sand ran. Das heißt, ab zum Strand, ein bisschen Sand abfarmen, denn wie jeder schlaue Fuchs unter euch bestimmt weiß, kann man durch Sand, wenn man ihn im Ofen einschmilzt, ohne jegliche Probleme Glas herstellen, was wir natürlich auch brauchen, um unsere weiteren Vorhaben umzusetzen. Von daher, auf mit der Schaufel, auf Glas Forcing, beziehungsweise fürs erste Mal Sandabbau. So, aber die Kohle will ich mir noch gönnen. Oder auch nicht, das war ein eindeutiges Zeichen, dass ich das nicht machen sollte. Muss man so hinnehmen, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich viel dagegen. Düb, 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 düb. So, ich würde sagen, für den Anfang sollten wir uns mit 2 Stacks zufrieden geben. Die dürften ausreichen. Daher einfach mal ran die Arbeit. Da drüben ist noch mehr Sand. Ich glaube, da sollte ich zuerst hin. Oder? Nee. Ich grabe einfach alles ab, was ich nur kann. Das Problem ist halt, wenn wir unter Wasser graben, dann werden wir langsamer. Das heißt, man sollte möglichst bei der Oberfläche bleiben und auf der Oberfläche abgraben und nicht unter Wasser. Außer wir können das Wasser irgendwie verdrängen, aber das wäre ja auch nicht der Sinn der Sache. Dann haben wir hier einfach so eine hohle Fläche und keine Meerzunge mehr. Was dann auch niemand will. Zumindest ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wollt, aber ich will das nicht. So. Wird das so langsam? Ja, das wird bestimmt. Oh, das ist so cool. Ich habe wirklich die richtig gute Idee gehabt. Ich hoffe, das kann ich genauso umsetzen, wie es aktuell auch in meinem Kopf ist, weil dann wird es echt eine gute Sache werden. Deutlich besser als eine normale Festung. Dann wird es eine richtige Wellness-Oase. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Oase. Und die findet man doch wirklich fast nirgendwo heutzutage. So, da unten abgraben. Wir können natürlich auch über der Erde alles unter der Erde abgraben und danach dann einfach nur noch einsammeln. Das geht auch. Und ist super easy. So, lass mich mal bitteschön. Dankeschön. Wir haben jetzt fast 2 Stacks. Ich würde sagen, die 2 machen wir aber noch voll, bevor wir wieder zurückgehen. Ansonsten ist es ja wirklich unnötig. Okay, dann gehen wir eben jetzt schon zurück. 17 reichen auch schon. Ein volles Stack und 17 beim anderen. Damit muss man sich zufrieden geben. Es war ein Zeichen. Es war ein Zeichen, dass es damit auch gehen sollte. Von daher, Zeichen muss man ignorieren. Oder in dem Fall eben nicht ignorieren und befolgen. Oder als irgendetwas erkennen. Und dementsprechend handeln. Darf ich da nach oben? Danke. Ich dachte, ich würde jetzt ewig hängen bleiben. Aber nein, natürlich nicht. Auch ich komme mal weiter. Selbst wenn ich so ein Sturkopf bin und dieselbe Zeit oder die ganze Zeit in dieselbe Richtung gegangen war. Irgendwann geht es dann immer weiter. No, fertig. Ihr habt mir übrigens auch gesagt gehabt, dass in meiner alten Wohnung noch eine Rüstung, eine Diamantrüstung für das Pferd vorhanden ist, die ich ihm natürlich dann auch später noch geben werde. Aber zuallererst müssen wir natürlich das... Ah, ich kann einfach noch einen zweiten Ofen machen. Das Glas herstellen. Dann geht's schneller. So. Nein. Ich glaube, wenn ich es so mache, kann ich da was hinpflanzen. Genau. Ducken und hinpflanzen. Komm, verbrennen wir die einfach. Geht klar. Und die 17. Danke. Mal schauen, wie lange es dauern wird. So lange können wir uns ja schon mal auf der Suche nach Eisen begeben. Auf die Suche. Denn wir brauchen ja noch ein paar Eimer, um das Wasser von unten, von der Meereszunge zu holen. Um dann natürlich auch den Wasserfall zu kreieren. Denn ohne Wasser gibt es keinen Wasserfall. Logische Schlussfolgerung. Oh, da gibt es noch ein weiteres Pferdchen. Ich habe mir übrigens auch gesagt gehabt, dass Pferde unterschiedliche Attribute haben. Manche sind schneller, manche halten mehr aus, haben mehr Leben. Und manche können auch was tragen. Ich glaube, es sind dann die Maultiere.
Das ist dann so eine Kreuzung aus einem Esel und einem Pferd, wenn man die beide paart praktisch. Aber das Ganze und mit viel mehr werden wir uns wahrscheinlich auch noch im Verlauf des Let's Plays beschäftigen. Und zwar etwas intensiver. Kleines Pferdchen, darf ich auf dir reiten? Ich weiß ja nicht. Platzieren. So. Wow. Einfache Fadenschnur, cool. Ich will auf dir reiten. Darf ich das? Nein, darf ich nicht. Das ist so ein kleines Fohlen. Geh nach oben zu deiner Mama. Sie wartet auf dich. Ich weiß es. Sie wartet wirklich auf dich. Weg mit dir. Oh, ich bekämpfe die so gerne. Keine Ahnung, das ist so der Abenteurerdrang in mir. Wenn ich ein Skelett sehe, dann muss ich es fighten. Was ist das für ein Pferd? Das hat ja echt ein Mega-Muster drauf. Wow. Und was ist das? Ein Hund. Habe ich einen Knochen? Ich habe bestimmt einen Knochen. Hier habe ich zwei. So. Hundi, sag mir bitte, dass du mich magst. No, er mag mich wirklich. Komm mit. Komm mit. Ich setze dich gleich neben mein Pferd hin. Wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Du darfst zum Pferd rein. Oder du kriegst einen Stall direkt nebendran. Oh, eigentlich wollte ich jetzt ja was anderes machen. Aber komm, wenn es so mitten auf dem Weg liegt, dann nimmt man die doch gerne mit. Mamma mia. Übrigens kann man sie auch züchten. Wir haben ja zwei in unserem alten Wohnheim. Und wenn man ihnen gleichzeitig Fleisch gibt und nah beisammen zusammenruft, dann könnten sie ein kleines Baby kreieren. Und das mag natürlich jeder. So, setz dich da mal hin. Nee, du gehst da hinten hin, bitte. Hier. Hier. Hallo. Komm her. Da. So, hier hast du dein Haus. So geht das? Jo. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Ich färge sie einfach alle ein. Aber gut, wenn ich dich brauche, rufe ich dich schon wieder. Keine Angst, Brutus. Ich nenne dich jetzt einfach mal Brutus. Keine Ahnung, Brutus ist so ein schöner Name für einen Hund. Findet ihr dich? Ja, ich finde schon mal. Brutus ist ein guter Name. Da. Dopp. Dopp. Und zu. So. So. Da. Ganz genau. Und weg mit euch. Fackel hier. Fackel da. Ich will dich aber noch sehen können. Wobei, du kannst da rumspringen. Wie du willst, mein Kleiner. Da bist du sicher. Du bist safe. Hier oben noch so eine kleine Stufe hin. Und dann wirkt das doch ganz cool. Ja. Wobei, wenn ich ihn sehen will, könnte ich es eigentlich auch... Nee, da kann er da drüber rennen. Könnte der drüber rennen. Das wäre dann nicht gut, wenn ich die Stufen hier unten hinpflanzen würde. Brutus? Brutus? Es war nicht geplant, dass du da rausgehst, ne? Es war nicht geplant. Brutus? Brutus! No, Brutus ist so ein störrischer Hund. Weißt, wisst ihr? Brutus ist echt störrisch. Willst du zum Pferd rein? Du kannst doch gerne rein. Du kannst doch... Brutus? Du bist irgendwie dumm, kann das sein? Ja, das kann sein. Springt also einfach die Klippe runter. Ich glaube, ich spinne. Naja, kurz verrottetes das Fleisch essen. Und dann geht's weiter. Auf die gute, gute Eisensuche. Dann habe ich jetzt halt unnötigerweise so eine Hütte gepflanzt. Aber gut, wenn er da nicht rein will, dann will er da eben nicht rein. Da muss man ihn nicht zwingen. Was? Mamma mia, hallo. Die Kleinen sind übrigens noch schlimmer als die Großen. Nein, weg mit dir. Greif ihn an. Mach ihn kaputt. Brutus, fass. Fass, fass. Oh, und der ist futsch. Brutus, ich mag dich. Ich mag dich schon jetzt. So ein Hund ist echt praktisch. Erst recht, da der Kleine nur mich fixiert hatte und ihn gar nicht verfolgt hat. Das ist gut. Ich gehe da einfach mal hier unten rein und schau mal, ob hier irgendwo Eisen ist. So, ausleuchten, nicht vergessen. So. Und einfach mal nach vorne graben. Irgendwo wird es bestimmt schon kommen. Kohle ist zwar cool, aber Eisen wäre mir dem Fall wirklich lieber. Keine Ahnung, es ist halt so ein innerer Drang. Ich brauche es jetzt halt ein bisschen dringender, wisst ihr? Und alles, was man dringend braucht, ist halt begehrenswerter als das, was man schon die ganze Zeit hat, nämlich dieses normale Stein. Aber naja, wir können auch Steine sammeln. Brauchen wir später eh noch weiter. Von daher ist es auch nicht so schlimm. Oder ich grabe mich einfach ein bisschen weiter nach unten. Da werde ich bestimmt noch ein bisschen fündiger werden. Oh, Gravel. Ich mag kein Gravel. Mache ich lieber eine Kehrtwende.
Dem Problem sollte man meistens nicht aus dem Weg gehen, aber in dem Fall ist ein aus dem Weg gehen gar nicht so viel am Platz. Da spart man Zeit und Nerven. Ist schon richtig, dass wir hier was finden werden, oder? Finden wir nichts. Komm. Bitte, 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 bitte. Bisschen Eisen für den kleinen Flo. Das wäre doch gar nicht so viel verkehrt, oder? Ich brauche nur ein bisschen was. Für einen Eimer. So 3-4 Blöcke würden vollkommen ausreichen, wisst ihr? Ich glaube, ich werde hier nicht fündig werden. Aber wisst ihr, Freunde, es gibt so einen Comic bei Facebook, der zeigt, dass die meisten direkt vorm Ziel aufgeben. Nämlich, der zeigt so einen Goldgräber, oder dir besser gesagt Diamantgräber, der in so einer Mine die ganze Zeit durchgeackt hatte. Durchgehackt mit seiner Steinspitzhacke und direkt vor den Diamanten aufgegeben hatte und umgekehrt war. Und über ihm, genau einen Meter in einem weiteren Schacht über ihm, ist jemand noch weiter an der Arbeit gewesen und hat die Diamanten fast erreicht und wird sie auch erreichen. Von daher, gebt niemals auf, egal was ihr macht. Irgendwann wird es zu uns kommen. Und auch zu euch. Ich hoffe, dass es jetzt aber bei uns genauso ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns doch noch ein bisschen länger hinauszögern. Muss doch nicht sein, oder? Muss es? Nein, das muss es ganz und gar nicht. Ja, anscheinend doch. Haben wir noch mal eins? Haben wir nicht. Ja, das ist aber sehr, 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 sehr cool. Zumindest hat unser Hund uns noch nicht im Stich gelassen. Er glaubt immer noch an uns, dass wir es irgendwann packen werden. Aber nein, Brutus, du glaubst zu sehr an uns. Du musst leider realisieren, dass wir es nicht schaffen werden. Doch, irgendwie schon, aber aktuell noch nicht. Ich kehre fürs Erste zurück. Beziehungsweise ich ziehe mich fürs Erste zurück. Aber ich komme wieder. Das könnt ihr mir glauben. So, zweimal gemacht. Ist gut. So können wir nämlich ohne Probleme weitergraben. Und jetzt gehe ich erstmal nach einer Höhle. Oder in irgendeine Höhle rein, weil da gibt es höhere Wahrscheinlichkeiten, direkt auf Eisen zu stoßen, als wenn wir uns einfach so nach unten graben, ne? Ist halt leider echt so. Ich würde auch so gerne einfach nur einen Eimer haben. Kriege ich den echt nicht von euch? Oh Mann. Komm, hier ist doch eine Höhle. Das sehe ich doch schon jetzt. So, und wo ist das Eisen? Wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir das ja auch eigentlich perfekt nutzen, um so unser Spa schon von unten praktisch so ein bisschen auszuleuchten. Beziehungsweise so eine Unterflutung zu machen, damit es schon mal so ein bisschen Wasser hat. Ich finde es auch praktisch, dass das Wasser mich automatisch immer weiter nach vorne befördert. Aber ich denke, Wasser werden wir in dem Part nicht finden. Okay, Wasser haben wir gefunden, aber leider kein Eimer. Von dem her würde ich sagen, warten wir da noch im nächsten Part auf Besseres, dass wir da besseres Glück haben, um schlussendlich Wasser zu finden. Schon wieder Wasser. Nein, Eisen. Wir brauchen Eisen, wir brauchen kein Wasser. Und bis dahin, haut rein und ciao, euer Feuerstachel. Freut euch drauf. Bis denne.